Ich war zufrieden. Ich würde sagen, es lief mittelmäßig. Ich meine, dafür, dass ich mich auf Deutsch wenig vorbereitet habe, lief es dafür lief es gut. Aber ich hätte im Nachhinein gesagt, ja, ich hätte noch mehr machen können. Dem kann ich mich eigentlich fast nur anschließen und ich würde auch den da zeigen. So nach dem Motto, endlich ist die Deutschprüfung geschrieben und keine Deutscharbeiten mehr im Leben. Ganz okay, ja. Lief gut. Gucken, ich weiß es noch nicht. Von daher, das wird kommen, wenn ich die Lösung sehe. Also ich fand es jetzt irgendwie, es war halt nichts Neues, weil wir hatten schon mal so eine Probeklausur in dem, also in dem Ausmaß. Aber es war halt schon, Nervosität war halt auf jeden Fall da. Und ja. Schauen wir halt im Juli, wie es lief. Schauen wir halt im Juli, wie es lief, genau. Ja, meine Freundin hat mir was geschenkt. Die wurde vorher auch schon befragt. Und es war so ein kleines Schweinchen. Ja, so ein kleines Tierchen. Ein Glücksbringer. Du? Nein. Moment. Soll ich die mal in die Kamera halten? So ein kleiner Ganesha heißt der, so ein indischer Gott. Mein kleiner Glücksbringer ist eigentlich nur so ein kleines Holzstück, was sehr dekorativ verziert wurde. Und ja, das habe ich, seitdem ich so meine Freundin geschenkt bekommen, immer bei mir. Ich denke, ich hätte es auch ohne den geschafft, aber trotzdem. Ich hatte von meiner Tante so ein kleines Ding und von meiner Mama, das ist so in einem Holzschächtelchen. Kopfschmerztabletten. Ein Proteinshake. Nee, kein Glücksbringer in der Art. Das war jetzt nur Deutsch, aber das war eigentlich ganz okay. Ja, ich habe mir halt nur die eine Aufgabe angeguckt, weil klar war, was ich mache von den fünf. Und die war eigentlich schon wie zu erwarten. Fürs Abitur angebracht, würde ich sagen, aber... Nee, ja, das, was wir erwartet haben, wir haben davor ja immer so Formen gekriegt, Musterabiture und es war genauso. Ja, war halt... Also ich habe Essay geschrieben. Ich hatte eigentlich vor, Kurzprosa zu schreiben, war halt dann doch irgendwie nicht meins. Und ja, aber es war schon so, wie man es halt schon mal geübt hat. Ich war ganz zufrieden mit dem Essay-Thema. Ich habe was Schwierigeres erwartet, deswegen eigentlich ganz glücklich. Beim Werkvergleich habe ich eigentlich Downtown erwartet, aber war auch in Ordnung. Homo Faro war auch gut. Ja, willst du erstmal schlafen? Nee, erstmal lernen. Und dann, ab Mittwoch kann man ein bisschen entspannen. Ja, genau. Morgen Physik. Und da muss ich ja nochmal angucken. Kaufen und früh schlafen gehen, erholen. Gefeiert wird es erst, wenn das Abitur vorbei ist. Das war Mittwoch nächste Woche, also die schriftlichen Prüfungen. Heute wird erst nochmal ein bisschen weiter gelernt, so die nächste Woche. Ja genau, dranbleiben. Nee, wir haben ja morgen wieder. Und dann am Freitag und dann nächste Woche nochmal und dann wird gefeiert.